Ja, hallo, herzlich willkommen heute zum Thema Lean Coffee und einer kleinen Einführung zu Lean Coffee, im Anschluss dann, wie Lean Coffee eigentlich funktioniert. Fangen wir erstmal an mit Agil. Das hat ja oft so was Wolkiges und die Wolke packen wir mal beiseite. Worum geht es denn eigentlich? Geht es hier nicht um Bullshit-Bingo oder irgendwelche Buzzwords, sondern wir wollen was Praktisches erfahren. Wie können wir agil arbeiten und effektiv Ergebnisse erzeugen? Und genau darum geht es auch. Wir wollen Effizienz und Tempo haben. Das charakterisiert die agilen Methoden. Es geht immer darum, etwas für den Markt zu erzeugen, und zwar nicht in wahnsinnig großen Projekten, sondern in kleinen Etappen. Effizienz und Tempo. Also bildlich gesprochen, was können wir eigentlich tun, um morgen etwas am Markt zu platzieren, zu probieren, zu experimentieren und eben auch zu messen. Zu messen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann erfahren wir sofort, funktioniert oder funktioniert nicht. Lean Coffee hat ein bisschen was von Kaffee trinken, ne, deswegen heißt es ja auch so. Was es davon hat, werden wir gleich sehen. Und zwar geht es aber auch ein bisschen was von schlank. Also schlankes Kaffee trinken. Was hat es von Kaffee trinken? Also zum einen sind die Themen frei. Es ist ein agendaloses Treffen, wo die Themen erst am Anfang besprochen werden, die man als Team bearbeiten möchte. Dann die Inhalte der Themen, die Beiträge sind frei und was entsteht, ist natürlich frei. Und was daran ist schlank? Schlank daran ist eine zeitliche Taktung. Wir haben eine enge zeitliche Taktung und wir haben einen ganz klaren Ergebnisfokus. Es muss etwas entstehen, was hinterher sinnvoll zum schnellen Umsetzen ist. Ganz genau. Und das ist der Lean-Teil. Wenn man jetzt über Lean Coffee nachdenkt und Kaffee trinken, dann geht es natürlich ein Stück weit darum, auch die bunte Vielfalt zu nutzen, wie wir zusammengekommen sind in Teams, vielleicht mit sehr unterschiedlichen Kompetenzen, vielleicht aber eben auch aus einer Abteilung, und diesen Freiraum für die Problemlösung zu verwenden und dann am Ende gleichzeitig Effizienz zu erzeugen. Was haben denn alle agile Methoden gemein? So eben auch Lean Coffee. Das erste ist, wenn man in einer Gruppe, in einem Team arbeitet, gibt es auch Entscheidungsfreiheit für diese Gruppe. Wenn das Team nichts entscheiden kann, sondern einfach nur blumig irgendwelche Ideen generiert, dann ist es nicht schnell und effizient. Der zweite Teil, es ist idealerweise interdisziplinär. Das heißt, um entscheiden zu können, sitzen alle Kompetenzen mit am Tisch und können jeder seinen Beitrag oder ihren Beitrag leisten, denn sonst sind die Entscheidungen natürlich auch nicht fundiert. Also Effizienz entsteht dadurch, dass man alle Kompetenzen zusammenholt, damit alle Blickwinkel hat und dann eben auch die beste fachliche Entscheidung fällen kann. Der Gegenentwurf ist, jede Abteilung arbeitet separat und ein erarbeitetes Teilergebnis muss erst übergeben werden und dadurch wird der Prozess halt viel, viel länger als typischerweise bei agilen Methoden. Zwei wichtige Grundvoraussetzungen, die man eigentlich für Gruppen oder Teams schaffen muss, damit überhaupt schnelle Arbeitsergebnisse entstehen können. Ansonsten kennzeichnet agiles Arbeiten, dass jede Person beiträgt. Da dominieren nicht eins, zwei ein Meeting, sondern jeder trägt bei. Und dafür gibt es Methoden, zum Beispiel diese gelbe Zettelkleberei kennt jeder von agilen Methoden. Dann geht es entweder um Messergebnis und Fakten oder um Abstimmung, Voting, was priorisiert wird, wenn man keine Fakten hat. Was vermieden wird, ist lange, zähe Diskussionen, wo es um Meinungen geht und Recht haben und nicht Recht haben. Viele agile Unternehmen oder Teams sagen auch, bei uns gibt es ein komplettes Diskussionsverzicht.
Und damit wird es wesentlich effizienter, als wenn man eine Stunde einer Diskussion Raum gibt. Wenn man nach Fakten entscheiden kann, muss man nicht diskutieren. Wenn man aus der Gruppe ein Votum kriegt, erübrigt sich auch ein Großteil der Diskussion. Der nächste Punkt ist, wir arbeiten oft zeitlimitiert in sogenannten Timeboxes. Wir nehmen uns eine Zeit vor, in der ein bestimmtes Thema bearbeitet wird und an die halten wir uns genau. Werdet ihr auch sehen, wie das beim Lean Coffee umgesetzt wird. Und deswegen müssen wir auch ganz stark priorisiert arbeiten. Das heißt, in einer Timebox wird das Wichtigste zuerst bearbeitet, dann das Zweitwichtigste, dann das Drittwichtigste. Und wenn die Timebox vorbei ist, hat man dadurch gewährleistet, dass die wichtigsten Themen bearbeitet sind und man damit den meisten Wert geschaffen hat in dieser Zeit. Weil man sich nicht mit den unwichtigen Themen, die vielleicht niemals dran sind, aufgehalten hat. Zum Thema Priorisieren gibt es eigentlich eine sehr, sehr schöne Historie. Das Wort ist irgendwann mal entstanden, Priorität, als eine einzelne Sache, die Vorrang hat. Da war das Konzept noch nicht, es gibt Prio 1, 2, 3, 4, sondern es gibt Aufgaben und dann entsteht eine Priorität. Dass wir plötzlich Prio 1 und Prio 1a, 1b, 1c haben und plötzlich alles super wichtig ist, ist erst eine Entwicklung aus den letzten 2 Jahrzehnten. Finde ich immer ganz schön, um sich mal klar zu machen, ne, was ist denn jetzt wirklich dringlich oder wichtig. So ist die Historie zum Wort Priorität. Das aber nur am Rande. Machen wir weiter. Was haben agile Methoden also gemein? Die Teams sollten interdisziplinär zusammengesetzt sein und entscheidungsbefugt. Und in den Methoden trägt jeder bei mit Inhalten und Abstimmungen. Es geht bei dem Entscheiden um Fakten. Wenn es keine Fakten gibt, dann geht es eher um verschiedene Voting-Methoden. Aus dem Schwarm heraus eine Entscheidung zu fällen. Die Vorgehensweise ist oft zeitlimitiert, also in Timeboxes. Und deswegen arbeiten wir sehr streng nach Prioritäten. Um immer das Wichtigste abgearbeitet zu haben, wenn die Zeit oder das Geld im Sinne von Budget einfach mal vorbei ist. Wenn wir jetzt schauen, was so eine Metapher ist, es gibt eigentlich immer so einen Viersprung bei agilen Methoden, der gedanklich und auch operativ durchlaufen wird. Das erste ist ein ganz starker Zielgruppenfokus, Kundenfokus. Für wen machen wir eigentlich etwas? Was wollen wir erreichen und wozu wollen wir es erreichen? Also wer will was wozu, ist eine Kernstruktur, wie man leicht Zieldefinitionen in einen Satz verpacken kann und die wichtigsten Sachen sind dabei. Da kommt dann immer sehr Konkretes und wenig Schwammiges bei raus. Und der vierte Teil vom Kleeblatt ist dann die Frage, wie machen wir es eigentlich? Vorher ist eher das, was wir erreichen wollen und dann geht das um das Wie. Wegkommen von Machen, hinkommen zu Erreichen. Und auch das könnt ihr nachher später im Lean Coffee nochmal wiederfinden. Und dann geht es in die Umsetzung, die dann folgt, nachdem die Inhalte erarbeitet sind. Wenn wir über die Umsetzung nachdenken, dann hatten wir vorher in der Planung, zum Beispiel im Lean Coffee, Ideen generiert, priorisiert und wissen, was uns wichtig ist. Gelb ist eine Idee, hat quasi noch kein Geld gekostet. Wir haben noch nicht mit der Umsetzung angefangen. Positiv, negativ, es hat aber auch noch keinen Unternehmenswert geschaffen. Danach kommt es in die Umsetzung, also in Arbeit. Rot, es hat schon Geld gekostet, wir haben nämlich daran gearbeitet. Und es hat noch keine Ergebnisse gebracht, also null Wert. Kosten, aber keinen Wert. Und grün, wir haben investiert, wir haben Arbeit investiert oder Geld und es ist was fertig geworden. Das heißt, es ist ein Wert entstanden fürs Unternehmen. Und wenn man so darüber nachdenkt, dann ist die mittlere Schiene in Arbeit rot, weil sie eben als einzige gekostet hat und nichts gebracht hat. Und das ist auch der Grund dafür, warum man in der agilen Welt sehr stark darüber nachdenkt, wie viele Dinge sind gleichzeitig in Arbeit. Und erklärt auch, warum Multitasking eigentlich eine Senke von Arbeitszeit und Investitionen sind. Das ist das sogenannte Work in Progress Limit,
möglichst wenig gleichzeitig in Arbeit zu haben und gleichzeitig fließt die Umsetzung von der Idee in die Arbeit. Also es geht darum, was kann ich eigentlich heute schaffen, und das bezieht sich natürlich aufs Lean Coffee. Wie geht es jetzt weiter bezogen auf wir machen einen Lean Coffee? Als erstes gibt es in euren Gruppen, die von eurem Begleiter organisiert werden und auch ein Stück weit organisiert werden, ein kleines Intro, damit ihr nochmal genau wisst, wie ihr euch als Gruppe sortieren könnt. Danach gibt es genau drei Teile. Das erste Teil ist, ihr sammelt eigentlich Ideen, was für Themen wollt ihr eigentlich bearbeiten. Die priorisiert ihr. Und der zweite Teil ist dann, die Themen inhaltlich mit Lösungen zu füllen. Wer will was, wozu? Um dann zu konkreten Schritten zu kommen, die ihr am Ende priorisieren könnt und hinterher in die Umsetzung geben oder mitnehmen. Wie genau sieht das aus? Ihr habt für jeden Teil immer 10 Minuten Timebox. Das bedeutet, innerhalb der ersten 10 Minuten sucht ihr Themen, die ihr bearbeiten wollt, Ideen, Ansätze, was soll besser werden, und sammelt die. Am Anschluss priorisiert ihr die durch ein Dot Voting. Jeder Teilnehmer im Team hat einige Punkte zu vergeben, vergibt die auf die Themen und dann kristallisiert sich eine idealerweise eindeutige Liste heraus. Im nächsten Schritt, wenn die priorisierte Liste da ist, geht ihr jeweils in 10 Minuten Blöcken durch das erste Thema, bearbeitet das mit Input aus der Gruppe, wer will was wozu, was sind Lösungsansätze, um dieses zu erreichen. Und idealerweise die letzten 10% des Zeitblocks verwendet ihr, um in konkrete Schritte zusammenzufassen und auszusortieren, was euch als Team wichtig ist und was eher wenig wichtig ist. Nach diesen 9 Minuten, ich habe ja von 10% für die Zusammenfassung gesprochen, könnt ihr als Team entscheiden, nochmal einen zweiten 10-Minuten-Block auf diesem Thema zu verbringen, um vielleicht das eine andere oder noch rund zu machen. Gleichzeitig würde ich davor warnen, das bei jedem Themenblock zu tun. Wenn man Arbeiten in der Timebox nicht gewohnt ist, dann kann das dazu führen, dass man dann gerne verlängert. Und gleichzeitig geht es ein Stück weit um die Disziplin, sich dran zu halten. Wir haben 10 Minuten für ein Thema, wollen zielorientiert daran arbeiten und dann zum nächsten Thema. Wenn man 10 Minuten pro Thema hat, schafft man in einer Stunde 6 Themen zu beleuchten, um hinterher zu sagen, wo ist eigentlich das Beste bei rausgekommen. Und da wollen wir hin. Nach dem ersten 10-Minuten-Block und ersten Thema kommt der zweite 10-Minuten-Block mit den zweiten Thema und so weiter und so fort, dass ihr möglichst viele Themen bearbeitet habt und möglichst viele Ideen, wie Dinge besser werden können, die ihr ganz am Ende dann nochmal priorisieren könnt, um wirklich zu sagen, okay, Top 1, 2 und 3, das nehmen wir uns jetzt komplett vor. Idealerweise könnt ihr dann dieses aus den verschiedenen Teams zusammentragen und eine Vorstellung für die gesamte Gruppe machen und am Ende dann die kraftvollsten Vorhaben wählen aus der gesamten Gruppe und euch vornehmen, was wirklich in den nächsten 1, 2, 3 Wochen in Angriff genommen wird. Die restlichen Themen sind ja nicht weg. Entweder gibt es später nochmal einen Lean Coffee für neue Themen, wenn ihr schon mehr wisst über aktuelle Situationen oder neue Ideen habt. Oder man geht wieder in den Themenspeicher zurück, den ihr dann erarbeitet habt und greift da nochmal ins Volle, weil ich bin mir sicher, es entsteht wahnsinnig viel durch dieses Lean Coffee. Genau, am Ende sollte sich jeder Einzelne fragen, welchen Beitrag kann ich, welchen Beitrag können wir eigentlich leisten? Diese Ich-Botschaften helfen, das zu konkretisieren, dass das nicht so wird, ja, das machen die schon, sondern nein, ich kann was beitragen, ich bin Teil vom Ganzen und ich habe das hier auch mit erarbeitet.
Und genau das wollen wir eigentlich erreichen. Und genau davon lebt eben auch die agile Welt. Jeder trägt was bei und Dinge werden besser. Genau. Soweit zum Einführen. Wie geht eigentlich Lean Coffee? Was vereint agile Methoden? Und wozu führt eigentlich das etwas andere Arbeiten in der agilen Welt? Nun wünsche ich euch viel Spaß. Sammelt bitte eure eigenen Erfahrungen und seid kreativ, effizient und trinkt ein bisschen Kaffee. Vielen Dank. Tschüss.